So, herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Commentary von mir. Ja, diesmal etwas anderes. Diesmal gibt es kein Ground War, Zerstörung, Chopper, Gunner, Freakout und sowas. Diesmal ist es ein ruhiges Suchen und Zerstören auf der Map Quarry oder Quarry, wie es im Portugiesischen heißt. Ist ja eine brasilianische Map, glaube ich. Ist auf jeden Fall in Brasilien irgendwo. Sieht man hier rechts an der Flagge. Also gehe ich mal von aus, dass es Brasilien ist. Ja, Suchen und Zerstören habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt, bevor ich ins normale Team Deathmatch gegangen bin, was halt bis 7500 Punkte geht, sprich 75 Kills. Also das Team Deathmatch habe ich echt monatelang gespielt. Ja, bis ich dann irgendwann Bodenangriff oder im Englischen heißt Ground War für mich entdeckt habe. Und ja, Ground War mein Lieblingsspielmodi wurde. Ja, was gibt es hier zu dem Gameplay zu sagen? Ist entweder mein erstes oder mein zweites Suchen und Zerstören nach, weiß ich nicht, nach 1,5 Jahren oder so. Hatte ich irgendwie wieder Bock, weil irgendwie die Server richtig kacke waren im Ground War und keine einzige Kugel angekommen ist. Dachte ich mir, komm, gehst schnell mal suchen, zerstören, mal wieder ausprobieren. Ja, was ist passiert? Ich bin direkt in einer Trickshotter-Lobby gelandet, wo sich die Leute abgesprochen haben. Da war bei uns ein oder zwei Mann, die sich kannten, und im Gegnerteam. Sieht man hier gerade. Ja, die haben die ganze Zeit immer gewartet, bis alle, die nicht zu denen gehört haben, irgendwie tot waren und hier versucht irgendwie ihre super Killcams rauszuspielen. Ja, fand ich richtig geil auf jeden Fall, dass ich hier nach 1,5 Jahren mal wieder Bock habe auf Suchen zerstören. Und ja, passiert sowas, muss man sich diese Löffel angucken. Ja, normalerweise würde man rausgehen, aber ich dachte mir, ach komm, den spuckst du in die Suppe. Und ja, ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Im Allgemeinen habe ich eigentlich nichts gegen diese Leute, die hier versuchen, hier geile Killcamps zu machen. Nur verstehe ich den Sinn nicht, warum die das irgendwie in einem öffentlichen Match machen oder in einer öffentlichen Lobby. Und warum denn nicht einfach in ein privates Spiel gehen und halt ein privates Spiel machen? Da können sie echt den ganzen Tag über von irgendwo runterspringen und sowas. Und gehen anderen Leuten nicht auf den Sack, die vernünftig spielen wollen. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier durchgespielt. Und auch recht erfolgreich. Ja, meine Waffe ist diesmal die Scar, schallgedämpft. Eine meiner Lieblingswaffen. Und ja, nach der UMP auf jeden Fall das Ding so, was auf jeden Fall abgeht. Und ja, hier im Suchen zerstören kann man auf jeden Fall mit der Waffe spielen. Ohne erweiterte Magazine. Ansonsten würde ich jedem empfehlen, die erweiterten Magazine dafür zu nehmen, weil sie halt, wie viele von euch schon wissen, recht spärlich mit Munition gesegnet ist. Ja, hier haben wir wieder das Vergnügen zuzuschauen. Und ja, finde ich echt spannend so. Keine Ahnung, was es den Leuten gibt, aber die sind halt richtig geil drauf, keine Ahnung. Ja. Das ganze Commentary ist mal wieder Freestyle. Und ja, es gibt viele, die sagen so, deine Commentaries sind voll öde so und da steckt kein Pep drin und bring mal ein bisschen mehr Elan in deine Commentaries. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein Stil, irgendwie den Clown hier vor dem Mikro zu machen.
Ich weiß nicht, es gibt Leute, die geschaffen für sowas sind und hier richtig die Action ins Mikro reinbrüllen, so ist aber auf jeden Fall nicht mein Ding. Und ja, jetzt nach fast einem Jahr, nach meinem ersten Commentary, komme ich mir immer noch doof vor, wenn ich hier vor dem Mikro sitze und irgendwas aus Gameplay quatschen muss. Ja, ist ein seltsames Gefühl, weiß ich nicht. Für die meisten ist es irgendwie in Ordnung oder so, aber für mich als erwachsener Mann vor dem Mikro zu stehen, ist es immer noch eine Überwindung, irgendwie hier Freestyle was zu erzählen. Ich versuche auch immer irgendwie sinnvolle Sachen zu erzählen oder halt so Sachen, die mir am Herzen liegen oder die mich nerven. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ja, kurz zu der Uhrzeit, wir haben 10 vor 1 und ja, ich werde nach dem Commentary auf jeden Fall die Xbox einschalten und durchzocken bis morgens. Ja, seit 2 Tagen ist irgendwie der Wurm drin in ME2. Ich habe nur noch Kackverbindungen und kann echt schon meine geworfenen Granaten überholen. So, die sind so lange in der Luft, dass ich echt teilweise schon vor der Granate am Ziel ankomme. Und ja, mit Kugeln ist es genau dasselbe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich nur noch in Kacklobbys. Und keine Ahnung. Läuft auf jeden Fall kacke. Und ja, hört auf jeden Fall auf mit dem Rauchen, falls ihr irgendwie angefangen habt oder so oder kurz davor steht. Ist auf jeden Fall eine Kackgeschichte, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Fangt das gar nicht damit an. Ist voll uncool, eure Klamotten stinken, ihr gebt unnötig Geld aus für die Scheißfirmen. Vor allen Dingen gesundheitlich ist es auf jeden Fall, gerade bei Jugendlichen und Kids auf jeden Fall, derbe abzuraten. Ihr wollt ja schließlich auch noch wachsen und nicht irgendwie 1,50 bleiben. Und darauf stehen auch die Mädels nicht, wenn einer schon 20 ist und gerade mal aussieht wie ein 12-Jähriger. Deswegen, ich habe auch spät angefangen mit dem Rauchen. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen, mal wieder aufzugeben. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe vorhin mal Nachrichten geschaut und da kam in den Nachrichten ein Bericht über EA und Battlefield. Fand ich seltsam. Ja, dann fing der Typ an zu erzählen, dass EA irgendwie irgendein Programm für die PC-Spieler noch irgendwie dazugestellt hat, dass sie irgendwie speichern müssen oder so. Was dann halt den kompletten Rechner, halt die komplette Festplatte durchsucht und schaut, was der Typ eigentlich alles auf der Festplatte hat, alle Dateien sich ansehen kann und dass sich alle jetzt irgendwie drüber aufregen. Also ich finde es auf jeden Fall echt heftig, dass ein Spielhersteller sich solche Sachen rausnehmen kann, irgendwie die Privatsphäre von Gamern so derbe zu verletzen. Also ich finde es echt ein Kracher so. Und vor allen Dingen von EA, dem Major Spielehersteller überhaupt, dass sie sich so kackendreist sowas rausnehmen können. Finde ich echt unfassbar und kann ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen, warum und wieso. Ja, es wurde irgendwie gesagt, dass es wegen einem Kopierschutz geht und mal ehrlich, so Kopierschutz hin oder her, aber keiner hat irgendwie die Befugnis oder das Recht, sich sowas rauszunehmen, dass er hier meinen Rechner durchsucht und schaut, was ich für Sachen habe. Das ist eine Sache, ob sie das tatsächlich machen, aber viel schlimmer ist, dass sie es viel schlimmer finde ich, dass sie überhaupt die Möglichkeit dazu haben,
Das finde ich echt ein Armutszeugnis auf jeden Fall von EA. Und ich war sowieso kein richtiger Fan von EA, noch nie. Und werde es auch mit Sicherheit nicht werden, weil ich auch viele andere Sachen von EA richtig kacke finde. Abgesehen davon, dass sie immer denselben Scheiß raushauen jedes Jahr. Allein schon, dass sie ihre eigenen AGBs irgendwie bei Spielen haben, wenn man die online spielen will, muss man erst ihre verschissenen AGBs da akzeptieren. Und ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall mal wieder was mich auf jeden Fall schockiert hat. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, für die, die es nicht wussten, also das Programm irgendwie heißt Origin oder sowas. Und ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, irgendwie, falls es da eine Möglichkeit gibt, das nicht zu installieren, dem Ding aus dem Weg zu gehen. Ich selber habe mir kein Battlefield geholt. Mein Neffe hat irgendwie das für die PS3 geholt. Und er war auch super unzufrieden, weil irgendwie im Singleplayer da ein paar Probleme gab und dass es irgendwie gehangen hat oder irgendwie so, keine Ahnung. Er hatte auf jeden Fall Probleme. Hat das Spiel dann zurückgebracht. Hat dann sein Geld zurückbekommen. War beim Mediamarkt, glaube ich. Ja, warum habe ich mir kein Battlefield geholt? Ja, wie viele wissen, ich bin so eine Frontsau und brauche halt die Action. Und da bietet sich auf jeden Fall MW3 an, viel, viel mehr an wie Battlefield. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Battlefield schlecht machen oder sowas, auf keinen Fall. Ist bestimmt ein Game, was Spaß macht, aber Battlefield in meinen Augen ist mehr für Leute, die taktisch vorgehen, die halt auf Taktik gehen und dass denen solche Sachen Spaß machen. Für die ist es auf jeden Fall ein geiles Spiel. Vor allem die Grafik ist auf jeden Fall derbe geil. Aber ich warte noch eine Woche und dann werde ich mir schön MW3 reinziehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon und hoffe, dass ich es ein bisschen früher kriege. Hab's mir auch doppelt vorbestellt, hatte ich ja schon erwähnt. Und ja, je nachdem, wo es kommt, werde ich es mir dann schön reinziehen. Ja, das erste, was ich machen werde, wird auf jeden Fall, wenn ich das Game habe, werde ich mir schön den Survival-Modus erstmal geben. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal ein eigenes Spiel machen und alle Maps mal ablaufen, was ich auch jedem empfehlen kann, bevor ihr anfangt, irgendwie Multiplayer irgendwie die Maps abzugrasen, ohne wirklich eine Peilung von der Map zu haben. Kann ich jedem empfehlen, irgendwie mit ein, zwei Kumpels mal die Map, nicht die Map, sondern die ganzen Maps um abzulaufen, sich die Spots anschauen, wo es am meisten zur Sache gehen könnte und mal einen Einblick zu haben, bevor ihr da irgendwie blind einfach so reingeht und eure KD euch versaut. Probiert's mal aus, das habe ich bis jetzt immer so gemacht, bin immer gut damit gefahren. Ist auf jeden Fall ratsam. Ja, ansonsten, so wie ich gesehen habe, kommt mein Abonnentensonntag gut bei euch an. Freut mich auf jeden Fall. Und freut mich auch für die Leute, die ich dann auswähle. Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen, dass dass einige ihre Abozahlen verdrei- und vierfacht haben. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Eine geile Sache für mich auch, weil ich nicht allzu viel Arbeit dadurch habe. Gut, ich muss mir die ganzen Mails durchschauen. Und natürlich auch die Commentaries. Aber wenn ich schon sehe, so da
nichts irgendwie. Da fängt das Commentary schon scheiße an irgendwie. Oder keine Ahnung, ist wieder so ein Kackthema oder sowas, dann schaue ich mir das meistens auch nicht bis zum Ende an, weil die Zeit einfach nicht dafür da ist. Ja, ganz wichtig ist auf jeden Fall für die Leute, die Videos einschicken. Also für mich zählt nicht das Gameplay, dass ihr so einen mega Score habt, habe ich ja schon mal erwähnt. Oder hier eine Triple Nuke oder sowas macht. Für mich ist mehr entscheidend, wie das Commentary ist. Ob es geil ist, ob es fetzt. Einen Moment. So, da bin ich. Ja, ich musste kurz schauen, weil ich habe nicht mal gesehen, wie weit die Sprachaufzeichnung aufgenommen hat. Ja, auf jeden Fall, das Gameplay ist eher Nebensache. Für mich ist entscheidend, wie das Commentary ist. Ja, das Game ist zu Ende. Wir haben gewonnen. Die Trickshotter haben verloren. Die waren auch derbe angepisst, haben auch Nachrichten geschrieben. Ich sei voller Bob und so. Und ja, so ist das nun mal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, das Commentary hat euch auch gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, so was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ja, das war's von mir. Bis demnächst. Peace out.